So, da sind wir schon wieder zurück. Nämlich, es ist ein Event am Laufen. Und zwar ein ziemlich, naja, wie soll man sagen? Ich würde eigentlich sagen, es ist ziemlich krank. Weil wir müssen angeln. Fortnite Fishing Frenzy ist am Laufen. Ich lese euch das Ganze mal gerade vor. Holt die Angelausrüstung aus dem Schuppen, werft euren Köder aus und kämpft bei Schlachten, Stäbchens, Angelgerangel um Preise. Weitere Details auf Fortnite.com. So, ich habe mir das Ganze jetzt eben mal durchgelesen. Vorweg, wenn ihr angeln geht, das Ganze geht nur im Solo-, Duo- und Team-Modus. In sonst keinem Modus. Weder in Gruppenkeile, was ich mir eigentlich erwünscht hätte, noch in Arena, pures Gold oder sonst irgendeinem anderen Modus. So, ich habe mir die Bedingungen mal hier für euch extra vorbereitet, weil ich darf anscheinend nicht auf andere Internetseiten gehen. Da ist irgendwie YouTube derzeit ein bisschen, ich sag mal, beschränkt. So, hier sind die Teilnahmebedingungen. Erstmal so, dass Nordamerika, Ost-West zusammengeführt wird. Ansonsten werden halt alle haben bestimmte Regionen. Also es wird verschiedene Sieger geben. Einmal Europa, Nordamerika und so weiter. Halt die ganzen Ostasien und wie sie alle heißen. Dann gibt es beste Angler. Fangt während des Events im Verlauf eines Matches die meisten Fische. Ist schon mal einer. Pro Regionssurfer gibt es nur einen Champion. Heißt, wenn ihr in einer Runde, sei es mal einfach 30 Fische fangt, habt ihr gewonnen. Auf der in Europa. Wie gesagt, denkt immer dran, dass ihr guckt, oben rechts steht's, also hier. Da steht ja Europa. Achtet darauf, dass ihr auch immer Europa da stehen habt. Ne? Nur so als kleiner Tipp. Pro Regionssurfer gibt es einen Champion. Dann, wenn ihr gewinnt, gibt es eine gravierte Lama-Trophäe. So, die hab ich euch mal, wartet, hier vorbereitet. Die ganze sieht so aus. Jetzt frage ich mich nur, ist das nur ein Hintergrund oder ist das ein echt? Kriegt mir die quasi per Post zugeschickt? Weil das steht nämlich komischerweise wieder nicht da. Aber würde ich natürlich auch gerne nehmen. Aber ich denke mal, das ist einfach nur ein Hintergrundbild. So, dann machen wir mal weiter. Bedingungen wieder rein. Dann gibt es das Ganze halt wie bei bester Angler, wenn ihr halt die meisten Fische angelt. So, es geht noch weiter. Fangt während des Events die meisten kleinen Fische. Kleinen Fische sind die, die ihr nur aus dem normalen Wasser angeln könnt. Also nicht die aus den Schwärmen, grün, lila, sondern die ganz kleinen. So, pro Regionsurfer gibt es einen Champion und ihr könnt wieder diese Trophäe gewinnen. Dann haben wir das Ganze beim Zappler. Zappler sind diese grünen Fische, also die, die nur Leben geben. Fangt während des Events die meisten Zappler. Pro Regionsurfer genau dasselbe wieder, auch da könnt ihr nur eine Trophäe gewinnen. Dann gibt es den Schlörfisch-Champion. Fangt während des Events die meisten Schlörfische und so weiter. Heißt, wir können wirklich, entweder sind wir beim kleinen Fisch der Beste, beim Zappler oder beim Schlörfisch. Wenn ihr da irgendwo Champion würdet, kann ja möglich sein. Und bei einem anderen auch. Ihr könnt nur bei einer Sache Erster werden. Heißt, wenn ihr irgendwo Erster wurdet und woanders auch, dann wird da automatisch der zweite Gold. Heißt einfach, dass mehr Leute was gewinnen können. Und nicht nur einer dann. Weil ich denke mal, der beste Angler. Könnte sein, dass das derselbe ist wie in allen anderen drei Kategorien auch noch. So, dann das ganz Besondere. Mythischer Goldfisch ist ein Sofortpreis. Wenn wir den dieses Wochenende fangen, kriegen wir direkt eine Spitzhacke. So Leute, jetzt ist die Frage an euch. Schreibt's bitte in die Kommentare. Wollt ihr diese Spitzhacke haben? Und ja, wie viel Zeit werdet ihr dieses Wochenende investieren, angeln zu gehen? Jetzt mal ganz im Ernst. Wie viele Leute setzen sich dieses Wochenende dahin und werden, glaube ich, gefühlt 48 Stunden angeln? Nur um diese Spitzhacke zu bekommen. Wir wissen alle, alle sind zurzeit auf Spitzhacken, aber dazu kommt gleich auch noch was, da gibt es nämlich auch noch neue Infos. Dann ein guter Grund anzubeißen. Jeder Spieler, der während des Events teilnimmt, erhält ein Spray-Motiv Spiele um den Sieg. Also jeder, der einmal geangelt hat, denke ich mal, wird schon was bekommen. Hört man natürlich gerne, gibt es schon mal das erste umsonst. Ist wahrscheinlich jetzt so ein bisschen Entschuldigung dafür, dass der Battle Pass da ein bisschen schwer weit bis in den Februar rausgezögert wurde. Wie gesagt, das ganze Event hat um 2 Uhr gestartet und geht bis Montag um 2 Uhr nachts.
Hier steht zwar jetzt Sonntag, aber Sonntag haben wir, warte mal, 23. Samstag, 24. Sonntag, 25. Warum der dann Sonntag steht, eigentlich müsste das stehen bis Montag, den 25. November. So, was können wir jetzt also machen? Wir können Fische angeln. Das Ganze zählt, wie gesagt, nur im Solo-, Du- oder Team-Modus, sonst in keinem anderen. Das ist wichtig. Nicht, dass ihr in Gruppenkeile geht und angelt da wie die Bescheuerten. Es wird euch nichts bringen. So, jetzt, ihr habt ja gesehen, eben auch, warte mal, ich gehe nochmal auf Neuigkeiten. Ba, ba, bam, das kommt erstmal weg. Hier steht ja, werft euren Köder aus und kämpft mit Schlachtenstäbchens. Das ist nämlich ein Skin. Der wurde nämlich auch schon geleakt und das ist nämlich, ja, der Skin. Der wird am von, warte, ich muss hier gucken, holt euch ab Samstag, den 23. November, 1 Uhr, also heißt, heute Nacht wird dieser Skin online kommen. Ihr wisst alle, Trimix rennt mit dem rum. Das ist halt quasi jetzt die Hardcore-Variante davon. Also denkt dran, spart euch eure V-Bucks auf. Ich denke mal, der Skin wird echt nice aussehen. So, das war jetzt erstmal alles zu dem Angelwettbewerb. Ich habe mir überlegt, wir gehen gleich mal ganz schnell eine Solo-Runde und probieren das Ganze aus. Weil dieses Motiv müssten wir ja rein theoretisch sofort bekommen. Aber wir werden es halt gleich herausfinden. Und dann sage ich mal was zu Mighty Pickaxe. Also geduldet euch da ein bisschen. Da gibt es nämlich auch komplett neue Informationen. Erstmal klar, ihr könnt die gewinnen bei meinem netten Mod Phantom. Wie gesagt, ist auch verlinkt. Und zu Mighty Pickaxe werde ich gleich auch noch was sagen. Allgemein. So, mir fällt gerade auf, mein Creator Code steht noch da. Lol. Das liegt daran, dass ich eben für euch noch eine andere Aufnahme gemacht habe. Aber die werdet ihr erst später kriegen. So. Gehen wir mal rein. Gerade mal gucken, ob der Creator Code gleich noch da steht. Und ihr wisst ja, Gewinnspiel auch am Laufen. Bei 2500 Abonnenten bekommt ihr einen neuen Skin. Aber guckt euch da erstmal gerade ein anderes Video von mir an. Da habe ich das dann wirklich genau erklärt. Ich wollte das Video jetzt nicht zu lange machen, weil wir ja noch definitiv angeln werden gehen. Wenn wir natürlich nicht direkt sterben. Das ist nämlich auch noch das andere Problem an der Geschichte. Weil ich denke mir, jetzt werden viele angeln. Also wenn ihr irgendwie leichte Kills sucht, geht einfach an die Küste. So, wo gehen wir denn jetzt hin? Ich denke mir, die meisten werden hier direkt runterspringen. Das Problem ist, wir brauchen natürlich auch eine Angel. Da, wo gehen wir denn hin, ey? Vor allem, weil wir halt die Angel brauchen. Weil ich will halt wirklich in Ruhe angeln und nicht. Ich glaube, ich gehe echt hier hin. Die Ecke da. Ich hoffe halt echt, dass ich eine Angel krieg. Weil wenn da so irgendwie schon ein Spray kommt, den will ich natürlich haben. Ist ja wohl klar. So, gehen wir mal da runter. Aber eine Angel werden wir ja eigentlich da safe finden. Wir könnten natürlich auch da. Ich hoffe, es ist jetzt nicht zu spät. Aber ich denke mal, da werden ziemlich viele runtergehen. Aber ich will eigentlich nur die Angel und dann wieder abhauen. Eigentlich müssten hier schon welche gelandet sein. Einer fliegt da hinten rum. Und wie gesagt, es zählt nur die Angel. Also nicht die Harpune, die zählt nicht. Nur damit ihr da auf der sicheren Seite seid. So, und jetzt direkt ab. Wie gesagt, ich will jetzt erstmal nur in Ruhe angeln, Leute. Lasst mich einfach in Ruhe. Macht ihr euer Ding? Nein, er macht's nicht. Ja, du bist der Beste. Hast aber kein Aim. Gehen wir erstmal hier aus der Schusslinie. Ich hoffe, er schwimmt uns jetzt nicht hinterher. Nur damit er seinen bescheuerten einen Kill kriegt. Ich hoffe es einfach. So, wenigstens einmal die Angel reinwerfen. Also geangelt hat noch keiner. Ja, zwei Fische haben wir schon.
Aber eigentlich müssten wir jetzt echt so lange angeln, bis wir diesen mythischen Fisch haben, weil diese Spitzhacke ist natürlich echt verlockend. Im Prinzip könnt ihr immer hier landen und einfach angeln. Wir müssen halt einfach mal gucken, wo es immer Angeln gibt, dass wir da quasi einfach instant hin können. Sache, wir probieren jetzt einfach mal unser Glück, dann gehen wir gleich wieder raus, weil die Zone braucht ja auch nicht so lange. Und gucken dann halt einfach mal stupide, ob wir schon was bekommen haben. Falls wir gekillt werden, werden wir halt dann auch mal gucken. So. Gerade mal gucken, wie viel wir hier geangelt kriegen. Also drei Dosen, fünf Fische sind sechs, zehnmal geangelt. Bei dem mythischen Fisch, die Wahrscheinlichkeit ist egal, wo ihr da angelt. Hallo? Im Prinzip ist es am sinnvollsten, konstant halt zu angeln. Und rein theoretisch halt immer laufen. Und dabei angeln und hoffen, dass wir irgendwo einen Schwarm sehen. Hallo? Ich meine, sechs Fische haben wir schon. Vielleicht sind wir jetzt derzeit Erster. Also in der besten Liste gibt es auch über das Ganze. Aber da habe ich eben mal kurz reingeguckt. Da wurde noch nichts angezeigt. Aber ich will, wie gesagt, ich will nicht wissen, wie viele echt genau so hier stehen. Aber ihr habt ja gesehen, einen grünen haben wir schon. Besten wäre natürlich jetzt mythischer Fisch, dann würde ich ausrasten. Und ihr werdet nicht glauben, wie viele jetzt einfach irgendwo dumm rumstehen und anfangen zu angeln. Vor allem das Schlimme daran ist, man kriegt hier sogar noch EP. Vor allem, wie viele Fische habe ich denn schon hier rumliegen, ey? Na komm schon, jetzt der mythische Fisch, ich wäre der glücklichste Mensch auf Erden. Dann sage ich euch das jetzt gerade mit der Minty Pickaxe. Die gibt es nämlich wieder zu kaufen. Einfach im GameStop gucken, da ist die nämlich wieder da. Aber das Ganze geht wie immer noch nur online. Weil das Video wird sonst jetzt alles sprengen. Wir versuchen jetzt einfach hier halt die eine Runde hier durchzuziehen. Probieren einfach mal unser Glück. Ich glaube, wie oft haben wir jetzt geangelt? 20 Mal? 30 Mal? Das ist halt echt Wahnsinn. Wie gesagt, wir können das gerne auch heute Abend mal probieren, weil ich bin heute mit meiner Mutter noch essen auf dem Geburtstag. Also da komme ich halt definitiv sowieso später. Es ist zwar ein bisschen langweilig, aber die Pickaxe will ich eigentlich definitiv haben. Ist halt echt die Frage, wie lange das Spaß dauert. Klar, die Wahrscheinlichkeit ist saugering. Das wissen wir alle. Ich will auch nicht wissen, wie teuer die Accounts dann werden, wo nur diese eine blöde Pickaxe drauf ist. Aber das hier sieht. Ich gehe gleich mal alles durchlooten. Mal gucken, wie viel wir haben. Und wie viele jetzt einfach sich hochheilen werden. Komm, Angel. Hopp. So, einfach weiter angeln. Ich meine, wenn ihr sie gefangen habt, werdet ihr es definitiv schon mal im Titel sehen. Ich will halt jetzt auch wissen, bekommt man das Spray direkt oder nicht? Deshalb. Ich meine, die meisten werden es eh schon wissen, weil sie einmal geangelt haben, sind direkt wieder rausgegangen. Man kennt euch ja. Mal gucken, wie viel da wir werden. Weil ich, wie gesagt, ich wette, dass jetzt einige hier irgendwo rumstehen und einfach nur am Angeln sind, wie blöd. Aber ist ja auch verständlich. Ich weiß gar nicht, was die kleinen Fische geben. Ich glaube, ich habe die noch nie genommen, seitdem ich das Spiel spiele. Ah, okay. Da, mal gucken, ob wir bis unter die Top 10 kommen.
Weil irgendwann bringen die kleinen Fische eh nichts mehr. Und wie gesagt, nur die Angel zählt, also nicht die Harpunen, die wird nämlich definitiv nicht zählen. Es muss wirklich geangelt werden. Das war zu früh. Also einfach, wenn man überhastet, einfach mal drückt. Gott, das können wir ewig rausheilen. Aber zwei Fische bis jetzt erst, das ist echt ein bisschen schwach. Die Angel hat doch reagiert. Und wie gesagt, wem das Ganze hier zu langweilig ist, ich bin euch nicht böse, wenn ihr jetzt ausmacht. Aber wir wollen es einfach mal probieren. Ich wollte einfach mal nur eine Session zeigen. Mann, hör doch auf, mich da abzulenken mit deinen blöden Medaillen. Vollmer wird irgendwann krank im Kopf. So, auf die Lebensanzeige achten. Boah, wie viele Blechdosen hier sind. Da. Komm. Komm, beiß an. Also Top 22 sind wir schon mal. Mal gucken, wie viel Holz ich schon habe. Ich habe 275 Holz. Direkt angebissen? Naja. Oh wei, oh wei, oh wei, das wird hier interessant, ey. Vor allem, ich bin echt mal gespannt, wer es von euch schafft. Da. Na komm schon. Haben wir schon zwei Ticks? Nee. Jesus Maria. Und so wollt ihr das dann die ganze Zeit machen? Wie gesagt, ich frage mich echt, wie viele das von euch aushalten. Vor allem wie lang. Oh, jetzt sind wir in den Top 20. Jetzt sind immer noch 1er Ticks. Oh je, nee, nee. Vor allem, wenn einer Langeweile hat, gern zurückspulen. Mal gucken, wie oft ich schon geangelt habe. Da. Oh Gott, die Aufnahme ist jetzt schon 18 Minuten lang. Aber andererseits, so Aufgaben liebe ich ja wieder, ne? Da ist halt echt der Ehrgeiz gepackt. Ach, wir haben eine Waffe gefunden. Lol. Wenn du überlegst, wie viele Versuche ich schon hatte. Man fängt jetzt schon an, in der ersten Runde zu gucken, hat er angebissen oder nicht. Dann muss man auf seine Gesundheit achten. Aber wir haben immer noch Einser-Ticks. Aber erst zwei grüne Fische geangelt. Also das ist relativ wenig, wenn ich mal gucken, ob wir die direkt wieder voll kriegen. Aber sind immer noch Einser-Ticks. Na komm schon. Vor allem, wir sind jetzt schon 16. Sache, ich wette, wir kommen Top 10 easy. Müssen halt nur auf den Schaden aufpassen. Immer, ne, jetzt fangen die Zweier-Ticks an.
Jetzt kommen wir in den Bereich, wo es weh tut. Ja, Top 15 sind wir. Ich sag, Top 10 kommen wir. Na komm schon. Gott, echt, und das soll mir dann das ganze Wochenende machen? Ja, Heide wird's geil. Ah, jetzt gehen wir auch langsam die kleinen Fische aus. Na komm schon. Ich weiß nicht, ob ich die gerade automatisch einsammle oder nicht. Komm schon. Ich sehe überhaupt nicht, wo ich hier bin. Hallo? Nein! Lol. Ist, weil da vorne nichts drin ist. Ich wollte den gar nicht nehmen. Aber ist ja erstmal egal. Ach, die Fische nimmt er. Ah. Dreizehnter? Elfter. Na komm schon. Hey, das hier ist so irritierend. Ah, jetzt habe ich wieder die Angel. Eigentlich muss ich das mit Dings machen. Gott, weit hat er die dann geworfen. So, weiter. Na komm, Top 10 werden wir ja wohl hinkriegen. Aber es stirbt keiner, sei ich ein Zeichen dafür, dass alle draußen stehen. Da. Gott, wir sind jetzt schon bei 22 Minuten. Ich glaube, das wird gefühlt mein mitlängstes Fortnite-Video. Also jetzt in Season 1 auf jeden Fall. Ich war schon den Fisch am Essen. Ihr blöden Dumpfbacken. Wie viel EP kriegen wir für das Ganze? Lol, 10.000 EP dafür, dass wir nur geangelt haben. So. Dann gucken wir mal in die Lobby, ob wir was bekommen haben. Ich hoffe, bete, glaube, weiß und Fortnite? Ah, ich wollte gerade sagen. Ja, ihr seht nie den Ladebalken bzw. die Ladeschrift. So, was haben wir jetzt bekommen? Nix. Okay. Bekommen wir wahrscheinlich dann erst, wenn das Event zu Ende ist, denke ich mal. So, dann, wie gesagt, falls noch ihr da seid, gerne eine Freundschaftsanfrage schicken wegen der großen Verlosung. Guckt einfach mal in den anderen Videos nach. Das hier ist jetzt schon zu lange, was das betrifft. Und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein.